Liebe Freunde oder liebe Filmfreunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, und heute gibt's mal was ganz Besonderes bei mir. Ich habe einen Talkgast. Jawohl, haben viele von euch. Ich hatte bis jetzt keinen und da winkt er auch schon. Das ist der Tom oder der Tommy. Geht das auch? Das Oder geht lieber, auch. das geht auch. Ja, und der Tommy zeigt den Film mal gerade hoch, über den wir heute sprechen wollen. Ja. In unseren Zeiten, da passt dieser Film richtig super. Es geht um Stephen Kings Verfilmung The Last Stand, ne? Stand. Oder The Stand, ja. Das letzte Gefecht. Das letzte Gefecht, ja. Passt ja zu unseren Zeiten. Auch hier wird ein Virus freigesetzt, das die Menschen dezimiert. Eine gewisse Anzahl bleibt übrig, Tommy, Die ne? resistent ist, genau. Die resistent ist und die dann dazu auserkoren wird, sich dem Virus und dem damit verbundenen Satan in den Weg zu stellen. Wie schätzt du den Film ein? Ja, also für mich ist das eine Adaption von, also das ist eine Adaption von Stephen King. Ich Ich sag persönlich. mal Prost, liebe Freunde. Wir sagen mal beide Prost. Heute bleibt das Auge nicht Prost. trocken. Ja, erzähl mal weiter, Tom. Das mit Stephen King und seinen Filmen, das ist immer so eine Sache. Also Ja, Stephen King schreibt ziemlich gute Bücher, wie ich das stimmt. meine, Ja, ne? finde ich auch. Und die Verfilmungen sind in der Regel immer so ein bisschen unglücklich geraten und werden den, Leider, die werden ja, den also Ansprüchen der Romane nicht genau, gerecht, ne? werden den Büchern meistens nicht gerecht. Ja. Und so sehe ich das hier auch. Obwohl ich den Film nicht schlecht finde, aber er zieht Ja, sich. der ist Er baut sich sehr langsam auf, genau. ne? Finde Genau. ich. Also am Anfang denken die Leute, oh Gott, was kommt da auf uns zu? Aber wenn man sich dann traut, wenn man sich traut, liebe Leute, weiterzuschauen, und das solltet ihr auf jeden Fall tun, denn es wird sich lohnen. Ja, also ich würde den Film auch als sehenswert Ja, betrachten. ich auch. Ist kein Meisterwerk. Nein, 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 nein. Und ich finde, wird dem Roman überhaupt nicht gerecht. Also viele Sachen wurden weggelassen aus dem Roman. Bei manchen Dingen muss ich auch sagen, zu Recht kann man filmisch nicht zeigen, ne? Da geht es zum Beispiel, denke ich da an eine Vergewaltigungsszene im Buch, wo der Hauptsatan in einem Werk. Wie heißt dieser Typ noch? Kannst du dich an den Namen erinnern? Ah, nee, 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 nee. Also Der den hatte so Namen. einen ganz komischen Namen, dieser Vogel. Ja. Man sieht ihn ja erst als normalen Menschen, Genau. ne? Und er kommt auch so rüber. Er nähert sich ja auch einem menschlichen Bürger an, die sich auch in ihn verliebt. Ja, und die er dann zu Tode fegt im Werk, Genau, ne? und die er dann Im Buch nach und aber. nach zeigt er dann sein wahres Gesicht. Auch im Film, finde ich, zeigt er ja sein wahres Gesicht. Er verwandelt sich ja nachher in diesen Teufel. Und dann sieht man sein wahres Gesicht und er zerstört dieses Menschenkind. Das kann man nicht anders sagen, die ja eigentlich ein gutes Herz hat, ne, und auch, glaube ich, von einem unserer Virusjäger auch sehr geliebt wird, ne, die sich aber von ihm abwendet und sich diesem Typen zuwendet, ohne zu wissen, was sie da eigentlich erwarten wird, ne? So ist es doch. So ist es. Ja, und wie gesagt, also ich finde das so, naja, es wird dem Buch nicht gerecht. Ich kenne das Buch jetzt nicht, sage ich mal ganz ehrlich, liebe Es Leute. ist auch ein wirklich dicker Wälzer. Also Stephen King macht oft auch viel Blabla, ja. Trotzdem ist das Buch besser in meinen Augen, ne? So. Wie so Aber oft. genau, aber wir wollen jetzt hier den Film als eigenständiges Werk betrachten, weil das ist ein Filmkanal, ja. Ja, richtig, genau. Das muss man noch mal sagen. Nee. Und da würde ich doch sagen, ist der Film schon durchaus gelungen und sehenswert. Und Findest du ihn auch zu langatmig geraten? Weil er besteht ja aus vier Teilen also ich eigentlich. hätte ihn gerafft Ja, etwas, ne? hätte man auch so auf 3 Stunden Also machen ich genau, können. ich bin der Meinung, das Ganze etwas gerafft auf 2 bis 3 Stunden Ja. hätte dem Film durchaus gut getan, meine Ja, ich, finde ne? ich auch, finde ich Ja, auch. also dann wäre es etwas besser gewesen. Also diese Erzählung gerafft und dann wäre es ein Top-Film eigentlich, ne? So. Also von den schauspielerischen Leistungen kann man eigentlich sagen, ist er gut Der besetzt, ist auf ne? jeden Fall gut Ja, besetzt, das ne? finde ich auch, finde ich Das auch. Diese alte Dame da, diese Mutter Abigail, Mutter Abigail, ja, die Gute ein darstellt, ne? Schokokuss, glaube ich, ist das, ne? Ja? Ja, ich meine, die wäre ein Schokokuss.
Ja, Ach doch. so, Ja, Schoko. es ist ein Schokokuss, sagt das Lane immer. Ein Schokokuss. Ein Schokokuss, diese Gan die kommen alle zu ihr. Die hat so eine Farm, glaube ich, ne? So, Genau. ne? Und die wacht dort auf ihrem, ich glaube, das hat die dann Schaukelstuhl oder so ein Ding. Genau, die wartet auf die Ankunft der Menschen, denen sie signalisiert hat, sie sind auserkoren. Na, genau so ist es doch, ja. Da wartet sie drauf und nach nähern sich diese Menschen auch an und kommen. Und jeder bekommt irgendeine Aufgabe, ne? So ist es doch letzten Genau, Endes, am ne? Ende ja. Jeder bekommt eine Aufgabe und ja. Ja, da ist der Tom wieder, da seht ihr ihn, also ich spinne nicht, ihr hört ihn ja auch, ne? Der Tom möchte anonym bleiben, das respektieren wir natürlich auch, denn ne, jeder hat so seine eigene Art und jeder soll hier sich zeigen oder nicht, aber ihr wisst oder ihr habt es vielleicht schon gemerkt, dass der Tom über ein sehr fundiertes Filmwissen verfügt. Ja, und ich habe mir gedacht, das nutze ich einfach mal aus. Ja, und wenn es euch gefällt, dann machen wir das mal öfter und wir werden dann auch mal ein paar aktuellere Filme durchnehmen, auf jeden Fall. Da könnt ihr drauf wetten. Ja, wie würdest du diesen Film benoten, Tom? Also Nimm den Film mal in die Hand. soll ich ihn in Schulnoten bewerten? Ja, bitte, so wie ich das mache. Also in Schulnoten würde ich sagen, eine 3. Eine 3. Ein 3 plus vielleicht, ne? So etwas. Von mir bekommt 3, er 3 eine plus. 2. Okay. Von mir bekommt er eine 2. Ich fand ihn richtig gut. Ja, und wie gesagt, es passt ja auch. Was steht denn hier unten? Das Ende der Welt ist erst der Anfang. Ja, liebe Leute. Aktuelle Anklänge sind in der Wirklichkeit zu finden. Ja, genau. Das, eigentlich wollte ich das nur mit anderen Worten wiedergeben, aber der Tommy hat es ja jetzt schon gesagt. Ja, wir hoffen mal, dass uns sowas nicht widerfährt. Aber wir wollen jetzt hier auch keine schlechte Stimmung verbreiten, Um ne? Gottes Ne, Willen, das machen wir hebt die nicht. Das Tassen. macht ja keiner, ne? Hier, was sagen wir dazu? Wie Double sagt Love Like. Double Love Like? Ja, genau. Wir verbreiten hier keine schlechte Stimmung. Das machen andere. Das brauchen wir nicht zu tun. Nein, nein, nein. Diese Option haben wir nicht. Guckt mal da hinten. Da seht ihr auch den Raben. Der Rabe ist ja auch so ein Tier für düstere Sachen, Ja, oder? auf jeden Fall. Also der Rabe dient im Film fast immer als Sinnbild für drohendes Unheil und Unglück. Dürfte ja jedem Siehst du? bekannt sein, Ja, ne? genau. War ja auch oft ein Begleiter von Hexen in Filmen, nicht wahr? Hexen, ja, Na, auch. die hatten ja auch meistens einen Raben. Die ja auch. Und hier sieht man ihn ja auch auf so einem kahlen Aste sitzen. Das ist dann die Welt von morgen, schätze ich mal, So ne? ist es. Ja, eine kahle, leere Welt, eine Ödnis. Ja, und guckt mal hier, liebe Leute. Kommt euch das bekannt vor? Straßen. Kein Auto. Kein Mensch, nur ein einsamer Rabe. Ja, die Natur nimmt sich zurück, was man ihr genommen hat. Nicht wahr? So könnte man es doch auch sehen. Nicht wahr? Die Natur kann durchaus ohne uns. Aber können wir ohne die Natur? Nein. Das ist die Frage, die Nein. sich uns hier stellt. Genau, der Tom sagt schon ganz richtig, nein, wir können nicht ohne die Natur. Ja. Liebe Leute, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Das war unser erster gemeinsamer Stream oder unser erstes gemeinsames Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Und ja, und ich denke mal, wenn es dem Tommy gefallen hat, ich denke schon, was meinst du? War das okay für dich? Ja, einfach so zwanglos plaudern über einen netten Film, das kann man ja machen, ne? Genau. Ja. Und er wird, da könnt ihr lange warten, er wird nicht im Bild sein, er bleibt anonym. Aber einen Filmkenner anonym an seiner Seite zu haben, ist doch auch was Schönes, oder? Ein Film- und Buchkenner. Film- und Buchkenner. Liebe Leute, wir verabschieden uns von euch und sagen Tschö. bis bald. Ciao.